Das ist ein sehr knappes Evangelium, das ich jetzt gelesen habe. Viel ist da nicht drinnen an Geschichten, sondern es wird ganz schlicht beschrieben, was Jesus tat. Also, er wurde vom Geist angetrieben, ging in die Wüste, fastete 40 Tage lang, wurde in Versuchung geführt. Und wie Johannes ins Gefängnis kam, kam Jesus zurück nach Galiläa und lehrte, sagte, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Viel mehr ist hier nicht. Doch steht dieses Evangelium am Anfang der Fastenzeit aus zwei Gründen. Der erste Grund ist, sich zu erinnern, warum wir eigentlich fasten. Es ist nicht nur die Vorbereitung darauf, was in 40 Tagen passiert, also zu Ostern, die drei großen Tage, der Gründonnerstag, der Karfreitag und die Osternacht am Ende des Karsamstags. Das ist, worauf wir uns in der Kirche durch diese 40 Tage vorbereiten. Aber wir tun dies im Gedenken an das, was Jesus getan hat, weil wir sind in die Nachfolge berufen, also so zu leben, wie Jesus gelebt hat, oder versuchen es halt. Und Jesus hat so gelebt. Was tat er diese 40 Tage lang in der Wüste? Das ist mehr oder weniger allen klar. Er hat dort gebetet und gefastet. Ziemlich gefastet, weil steht zwar im heutigen Evangelium nicht, aber die Fastenpraxis Jesu war eine ziemlich harte. Und wenn du dir etwas vorgenommen hast, vielleicht in der Fastenzeit zu machen, ja, manche machen ganz klassische Dinge, verzichten auf etwas, andere wollen ein positives Zeichen setzen, es ist alles gut. Aber das Fasten, wie die Bibel das meint, da geht es ganz direkt um deinen Leib. Es geht nicht darum, jetzt weniger fernzusehen, weniger Handy zu benutzen, weniger Autofahren oder sonst was zu tun, sondern es geht um das Essen. Das ist ganz klar und ganz einfach in der Bibel. Und das hat Gründe, aber dazu noch gleich. All diese anderen Dinge, die sind auch nützlich. Jesus hatte kein Handy, also wusste nicht, was damit verbunden ist. Und es ist gut, auf Dinge zum Beispiel, die mit der heutigen Welt zu tun haben, auch zu verzichten. Das schadet nicht. Aber dieses leibliche Fasten, dieser Essensverzicht ist sehr wichtig für uns Christen. Aus einem Grund, also ich kann es nicht erklären, warum das so ist, aber wir Menschen sind irgendwie so konstruiert, dass wenn wir auf Essen verzichten, in irgendeiner Art und Weise, es können zum Beispiel bestimmte Speisen sein oder das Essen an sich, jedem das Seine, weil jeder ist auch braucht andere Dinge zum normalen Funktionieren. Aber wenn wir darauf verzichten, dann öffnet sich in uns etwas, was ich eine spirituelle Tür sagen würde. Weil das ist nicht genuin mit uns Christen oder mit der jüdisch-christlichen Tradition verbunden. Das betrifft alle Menschen. Nicht ohne Grund, wenn du nach Indien gehst und die großen Yogis kennenlernt, also die Yogameister und andere Meister, die fasten da ziemlich streng. Warum? Weil sie empfänglicher werden auf eine Wirklichkeit, die viel mit Gott zu tun hat. Ich glaube nicht, dass sie da in Indien wirklich Christus erkennen dadurch, aber das ist nicht so wesentlich, sondern das ist eine allgemeine Wahrheit über uns Menschen. Wenn du auf Essen verzichtest, öffnet sich etwas in dir. Das Erste, was du merkst, ist, ja, da fehlt mir was. Und ich habe das von einem Dominikaner gehört, letzte Woche, wie ich mich auf die Fastenzeit vorbereitet habe. Und das habe ich auch in der Einführung gesagt. Es ist gar nicht so schlecht.
Wenn dein Körper nach etwas verlangt, was du sonst bekommst, dann verwandle diese Sehnsucht des Körpers in die Sehnsucht nach Gott. Und wenn du essen willst oder deinen Kaffee jetzt bitter nötig hast oder du wirklich Lust nach Schokolade hast und dir vorgenommen hast, keine zu essen, dann sag Gott, so wie sich mein Körper jetzt nach dieser Schokolade sehnt, so sehnt sich meine Seele nach dir, auch wenn ich es vielleicht nicht jeden Tag so spüre. Das ist ein Gebet. Das ist ein Beten mit dem Körper. Ein gutes Werkzeug. Und in diesem Fasten des Leibes geht es nicht zum Beispiel um Askese. Askese, das ist so eine Sache, die mit Selbstsüchtigung viel zu tun hat und ist in der christlichen Tradition sehr verwurzelt. Das ist eine gute Sache, weil, darüber könnte man lange reden, aber das ist grundsätzlich eine gute Sache, aber darum geht's nicht. Es geht auch nicht darum, dich zu entschlacken oder dünner zu werden oder gesünder zu werden. Ich möchte dir eines sagen, Gott ist das ziemlich egal. Also ihm ist nicht egal, wie du dich fühlst, wenn du krank oder wenn du gesund bist, das ist ihm nicht egal. Aber solches Fasten interessiert Gott nicht. Na, warum dann Fasten überhaupt? Na ja, gut, es öffnet sich in uns etwas, vielleicht auch auf Gott hin. Dieses Fasten des Leibes hat als Ziel, so ist es in der Bibel zumindest, wenn man sie liest, hat als Ziel, dass du Gott näher kommst. Und das geschieht auch automatisch. Da brauchst du nicht viel tun. Wenn du 40 Tage lang durchgefastet hast, dann bist du ein anderer Mensch. Und es öffnet sich etwas in dir auf Gott hin. Und das Schöne ist, Gott ist immer bei dir. Du musst Gott auch nicht etwas beweisen oder dir selber, dass du das durchhältst. Wenn du an einem Tag schwach wirst, es gibt dann noch etliche, die danach kommen. Es geht nicht irgendwie so um einen Wettbewerb. Das ist nicht die Sache. Du musst niemandem was beweisen. Sondern es geht darum, dass du am Ende dieser 40 Tage Gott wirklich umarmen kannst. Und ihm sagen, ja, das war schwierig. Ich habe es vielleicht nicht konsequent durchhalten können. Da kenne ich meine Schwäche. Aber am Ende der 40 Tage möchte ich dich umarmen, Gott. Das einzige Ziel vom Fasten in der christlichen Tradition, dass du Gott näher kommst. Alles andere, das sind nette, nützliche, manchmal auch gute Dinge, aber die haben mit dem Fasten nicht viel zu tun. Die begleiten das Ganze, das ist gar nicht schlecht. Aber versuche das wirklich einige Zeit durchzuziehen. Man muss da auch aufpassen, damit man nicht übertreibt. Also Gott hat jedem von uns ein Gehirn gegeben, das sollte auch jeder wirklich benutzen, besonders in dieser Hinsicht, weil man kann sich auch schaden dadurch. Also die Art des Fastens ist auch von Bedeutung, die hat wirklich viel mit dir zu tun. Wenn man bestimmte Medikamente nimmt, kann man nicht so einfach auf Essen verzichten oder man muss bestimmte Speisen essen, da sollte man auf sie nicht verzichten. Oder wenn du nicht so stark bist körperlich, solltest auch dir überlegen, was du fasten willst und was möglich ist. Du sollst nicht zu Schaden kommen und dafür sind die heutigen Lesungen ein Beweis. Wenn Gott nach der Flut dem Noah und seine Familie ein Zeichen gibt, einen schönen Regenbogen, der uns Menschen daran erinnern soll, dieses Zeichen dieses Bundes
vom Noah, dass Gott das Leben will. Dass Gott will, dass du lebst. Und deswegen, wenn du auf ein bisschen Essen da oder dort verzichtest, wird dir kein Schaden zugefügt normalerweise, wenn man es klug macht. Und es gibt nur Gutes, was für uns am Ende des Fastens herausspringt. Ich ermutige euch, das ist heutzutage keine Pflicht mehr. Meine Mitbrüder haben noch erzählt, wie ich Noviziat war, dass noch bis zum Ende des Krieges die Fastenzeit ziemlich krass war. Also die haben da immer am Anfang der Fastenzeit ein paar Fässer mit Salzheringen angekarrt und das war die einzige Speise, 40 Tage lang. Das ist, also ich könnte sowas nicht fasten, muss ich ehrlich sagen. Bin schon anderes gewöhnt. Aber es gibt verschiedene Formen. Kannst fasten, was du willst, aber fordere dich auch ein bisschen heraus. Nur wenn du wirklich dann umfallen solltest vor Ohnmacht, weil du einfach zu schwach bist, lass das besser. Faste was anderes. Pass auf dich auf, aber lass dich von Gott herausfordern. Für Jesus war es auch kein Zuckerschlecken. Das ist so schön hier beschrieben. Er lebte bei den wilden Tieren und Engel dienten ihm. Ja. Leben bei den wilden Tieren nicht so toll, finde ich. Also ich musste noch keine Nacht in der Wildnis verbringen, aber ich kann mir vorstellen, das kann schon anstrengend sein. Und Engel dienten Jesus. Das kann schon sein, aber was haben sie mit ihm gemacht da? Ihn unterhalten oder sonst was? Das steht nicht in der Bibel. Also das ist so eine schöne literarische Sache. Wahrscheinlich haben ihn Engel begleitet, das will ich nicht in Frage stellen, aber das hat ihm sicher das Fasten nicht einfacher gemacht. Für Jesus war es auch wirklich anstrengend. Und Fastenzeit darf anstrengend sein. Wie viele anstrengende Sachen hast du im Laufe deines Lebens auf dich genommen, damit es dir besser geht? Und wie oft ist es danach wirklich besser gegangen? Das ist die zweite Frage. Also, diese kleine Herausforderung, 40 Tage lang irgendwie so zu fasten, dass es mit dem Essen was zu tun hat, steht im Raum. Das würde man heute sagen, das ist eine Challenge, also eine Herausforderung. Und das ist das, wozu uns die Kirche auch einlädt. Damit wir am Ende dieser Fastenzeit Gott einen Schritt näher kommen. Und vielleicht sind es in deinem Fall dann sogar 2 oder 3 Schritte, damit du ihm näher sein kannst, so wie er dir vom Anfang an nahe ist.